Was geht so? Willkommen zurück zu bei Pokémon und... Yeah! Ich muss jetzt diesen Trainer hier machen. Wie wär's, wenn du mal aufnimmst, du Spassi? Hab ich schon. Hallo Leute, wir sind wieder bei Pokémon und letztes Mal haben wir... Ganz ehrlich, kann man den nicht einfach stumm schalten? Es muss doch hier irgendwo gehen. Wieso? Egal, letztes Mal haben wir Trainer gemacht und ja, Trainer. Stichwort. So einfach ist das, Marvin. Die sind auch einfach viel zu einfach. Kenn ich. So ist immer, wenn ich so einen Nerf besiegen muss. Mach das Madbo alleine. Hättest du dieses Madbo nicht, ne? ja, klar. Hätte. Ich werde sie noch wegnehmen. Ich nehm dir alles weg. Du siehst nie wieder das Madbo. Kikli hat sich selbst getötet. Du hast Training Man. Ja. Ich habe letztens auch so viele Fanfragen bekommen. Leute, ich kann nicht alles beantworten. Ich habe Hausaufgaben, oh fuck. Fuck yeah. Interessiert keinen Arsch, Alter. Ist mir voll egal. Ich bin der Star. Ich bin locker schon B-Promi, Alter. Letztes Mal so Anfragen von Stefan Raab bekommen. Ich so, nein, Alter. Mir voll zu unknown seine Show und so. Wer ist das eigentlich? Er ist so. Und ich kann sogar schnipsen, Alter. Kannst du auch schnipsen? Das ist immer noch zu dumpf. Machst du mal. Dann machst du es nach. Nee, mach mal. Supermorph. Klasse, Junge. Hey, ich bin gerade am Handy, kann gerade nicht. Achso, du bist, ja, ist mir voll egal gerade. Das Einzige, was bei dir am Handy steht, ist Erlebnis 18, Alter, wo du alte Fotzen durchlagst. Oh ja. Das kann mir raus. Ach, schon wieder ein Gegner. Für unsere jüngeren Zuschauer haben wir natürlich auch was. Murph ist immer erreichbar im Chatroulette. Schreib ihn einfach mal an. Das geht so. Ihr dürft aber nicht über 11 Jahre sein. Sonst mache ich das nicht. Sonst macht er das nicht. Irgendwie ist das jetzt ein Paradox. Wieso? Ja, nicht du, ich meine das hier auf dem Handy. Leute, das auf dem Handy, Alter. Wisst ihr, es gibt sogar Handys, Leute. Was Murph jetzt auch schon langsam mal entdeckt hat. Ha. Mit sowas, mit so einem Ding, kann man telefonieren. Nee, ich habe so ein Only-MP3-Player-Vieh. Ein Only-MP3-Player-Vieh, ist das ein MP3-Player zufällig? Wie? Ja, wie du schaut. Ich sehe einfach alles. Ich nehme dir alles weg. Hafti. Kraft. Video wird auch gesperrt. Katten raus. Egal, Junge. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier mit so einem scheiß Pit-Ghetto am Werk. Pit-Ghetto am Werk. Du musst verstehen, Murph ist richtig Businessman. Ist richtiger G. Ich kann gerade nicht, Digga. Ich kann gerade nicht reden, ich bin gerade am Handy. Ja, wieder Koks. Ich muss meine, ja. Ja, gut. Ist nicht sicher vor ihm. Pass auf. Nur 30 Tonnen vertickt diesen Tag, ja, das geht ja gar nicht. Woher wissen die Schafos, wer der Babu ist? Sag es mir. Radio. Ach, Radio, Alter. Alles zurück. Alles aus Radio. Radio, ich wusste es. Radio. Junge, du bist voll falsch im Channel, ja? Gerade wurde wieder einer herausgebettelt für das Mewtwo. Ach, schon wieder einer. Ja. Auf Channel 1 diesmal. Boah, Junge, das mache ich doch locker mit Smitbo. Ich weiß ja nicht. Nee, mach du erstmal. Obwohl, ich probiere es mal mit Smitbo. Wenn ich es nicht schaffe, ist für dich natürlich auch. Unmöglich ist unmöglich. Es dann. Hast recht, Marvin. Ist ja irgendwie klar. Guck mal, wie er sich hier so als Underdog runterspielen will. Und gleich fliege ich dich.
Geil, fick ich dich. Wie so ein behinderter Aslak, Alter. Alter. Was ist los? Nicht nett. Wieso, was habe ich gesagt? Vielleicht ist einer unserer Zuschauer ein behinderter Aslak. Der fühlt sich jetzt... Hä? ...verbal von dir angegriffen. Du bist ein Spaß, darf ich jetzt... Es gibt wirklich Spaß... Leute, die Spasten sind. Also wirklich Spasten sind, als Krankheit. Darf ich jetzt nicht mehr Spaß sagen, oder was? Das sind verbale Verletzungen der Persönlichkeit. Das ist doch noch nicht mal verbal. Dafür kannst du 3 Jahre in den Knast kommen, du Hurensohn. Ja, wir können auch schon wegen Urheberrecht irgendwie scheiß... Wenn wir schon lange im Knast, wird sich das irgendwer angucken. Aber nicht mal die GEMA guckt sich diese Scheiße an. Danke an Totengräber K. An der Stelle. Das ist so der treueste Fan. Auch wenn er gruselig ist. Ah, nein, ich gehe mit dir nicht aus. Sieh's ein. Ja. Er ist zu busy. Ich bin zu busy. Junge. Oh, Biker Jared. Was Biker Jared. Nehme ich in die Arme, Jared. Oh, Marvin. Boah, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Er hat einen Smogon. Fuck, man, ich will das. Dann fang's doch, Alter. Hier gibt's doch immer noch diese schwarzen Bälle, weißt du? Da kannst du nur die Pokémon absnicken. Was? Ach ne, das war Pokémon Kolosseum. Das war mega Cheater. Ja, Mann. Kannst du dir einfach die Pokémon. Alter, was ist hier los? Mega geil. Vielleicht ist einer unserer Zuschauer ein behinderter Aslak. Ja, einer schreibt irgendwie immer Kommentare, das ist ein richtiger Aslak. Voll der Hurensohn. Dem sollte man seine Menschenrechte entziehen. Ja, Props, dass du das Wort kennst. Rechtsunterricht. Ah. Das erklärt einiges. Ha. Im Test sogar. 3-. Paragraph 36, was ist das? 13. Ach, der hat so recht. Ja. Das macht mich krank, dass du immer recht hast, Marvin. Ich weiß. Das macht mich einfach Ich hab Jared besiegt. Wütend werde ich da. Er liegt im regnerischen Schlamm. Er sitzt immer noch auf seinem Bike. Wie? Verdammte Scheiße! Wie bei Battlefield. Die Motorräder fällen auch nicht um. Es gibt Motorräder? Ja. Ha! Auf welcher Map denn bitte? Ich weiß nicht, wie die heißt. Ach so, hä? Die Map. Fantasieland! Das sind 4 Maps, ich weiß noch nicht, wie die heißen. Ach so, ja, stimmt. Soll ich es im Googeln? Ja, google ruhig. Ne, dann sind niemand vor uns im Stadtbildschirm. Dick, aber prächtig. Oh ja. Ja, Murphy liebt es. Wobble, schwobble. Huh. It's a raining man. Halleluja! Oh, Smogon, Alter, ich hasse dieses Viech. Mega geil ist der Typ da. Finde ich auch. Da. Ja, Junge. Wir machen Beat. Yeah! Murph, du musst in die Cypher steppen. Yeah, Murph! Junge, ich kann gar nicht, ich habe einen Kampf. Leben und Tod. Lass mit Pokémon kämpfen. Gegen Mitch. Wer ist Mitch, Alter? Birdkeeper Mitch. Birdkeeper Mitch? Hört sich nicht gesund an. Bird. Bird? Bird. Vogel. Ja. Alter, was hast du immer mit deinen Vögeln? Ich hab einen Vogel. Taubus. Taubus ist kein Vogel, ist ein Taube. Und Taube. Eine Taube. Das sind doch Vögel. Vogel. Das sind doch Vögel. Hallo. Das sind Vögel. Nee. Das sind keine Vögel, das sind Vögel, Mann. Das sind Vögel. Ja, hast recht. Ich glaube, ja. Da ist was raus dran. Geiler Vogel, Junge. Ich weiß. Ein bisschen Vogeln. Ach, ich bin einfach so witzig. Ja. Dann nehme ich auch. Witzball. Schon wieder so ein Vogel. Wie ein Teufelskerl bin ich. Mein Bisaflor ist fast tot. Halleluja.
Jetzt ist Vogel gegen Vogel. Vogel gegen Vogel. So. Alter. Attack, Mist. Das ist irgendwie nicht sehr nett von dir. Ich weiß ja auch gar nicht, ja. Eins muss ich dir immer sagen. Okay, mal halt auf die Fresse. Schon gut so. Nein! Fuck! Er wird angesprochen! Halt die Fresse, ach, da kommt eh nur Scheiße raus. Autsch. Stück Papier, Alter. Yeah. Ich hab auch vor, du bist echt so ein Stück Papier. Junge, die Papierkraft, wenn ich so ein Superheld. Nein, Alter, man könnte dich einfach anzünden. Fuck. Ich brenne! Ich sterbe. Mir stirbt qualvoll. Ich werde verbrannt. Und rieche meine eigene Asche. Wenn du ein Superheld wirst. Wirst du mein Sidekick? Niemals. Klar, du bist der geborene Sidekick. Nein. Doch, klar. Der die Kommentare schreibt. Oder der Komparse. Oder der Komparse, der stirbt. Der die Kommentare, die er schreibt, dieser Bastard. Der ist der Sidekick. Also bist du der Komparse, der einfach irgendwann stirbt? Ja. Hast recht. Weißt du, da kommt so Godzilla an und ich werde fett zertrampelt. Warum Godzilla? Weil in jedem guten... Warum wieder Godzilla? Boah, immer so diskriminiert und das immer rassistisch hier. Habe ich gesagt, dass er der Böse ist? Ja. Das hast du gerade interpretiert. Interpretiert. Interpretiert, Junge. Ja, genau. And I will always love me. Oh yeah. Song ist nur für mich. Oh Mann, bin ich geil. Sag jetzt nichts. Sag jetzt nichts. Ah. Und hier beenden wir die Folge, Leute. Aber? Weiß nicht. Okay. Haut rein. Bis morgen. Morgen. Morgen um 18 Uhr.